So, willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, also gehen wir gleich mal in den nächsten Ladebildschirm. Sind wir langsam gewohnt. Schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Oh, oh. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Hallo. Schießen die sich gegenseitig ab? Ah, nicht lenken. Nicht gut. Noch jemand da? Nö, ja, klar. Was ist das? Ich hasse dich nicht. Wow, das ist voll auf. Da bist du. Nehmen wir die mal noch mit. So. Ei, ei, ei. Das war gut. Passt. Naja, mal sehen. Ich hab ja genug Munition hier. Das reicht nicht, oder? Ah, doch, sehr schön. Dann machen wir jetzt einen auf Rambo. Verloren. Hab dich. Ich hasse dich nicht. Danke. So, hier könnte man auch so einen Erfolg nachholen mit, dass man den Würfel nicht berührt. Einfach dann einen liegen lassen und rüberschießen. Man muss halt nur noch richtig fliegen. Das war jetzt nichts, aber ich habe den Erfolg hier eh schon. Daher, egal, weiter geht's. Hui! Hier ist irgendwie kaputt. Hm. Oh, Ladebildschirm, wer hätte das gedacht? Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Oh, Hallöchen. So, den darf ich jetzt ganz da hin. Hier zwei bekommen. Machen wir hier noch einen und... Ah, Treffen und so, ne? Oh. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Hm, eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Okay, soll ich mir jetzt Sorgen machen? Ein Geburtstagseingriff, das ist aber schön. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau? Laber nicht. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Könnte man auch gut in der Folge machen mit dem alle Portale, sag ich schon wieder, alle Turrets fliegen hoch, einfach mitnehmen und mal Feuer. Da habe ich den damals gemacht, wo ich ihn gemacht habe. So, dann jetzt das da hoch, rüber. So, ich ist erst einmal in dieser Kammer, aber ich bin fast verzweifelt. Ah, das war cool, das war cool. So, den legen wir jetzt hier drauf. Hauen wir ganz schnell ab. So. Sie
springen. Ich will runter. Bitte, lass mich runter. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Oh, Mami, Papi. Aber das könnte auch Zufall sein, wenn ich mit Nachnamen Müller heiße. Also, von denen gibt's ja doch einige. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Schade, dass diese bunten Turrets hier nicht im Spiel drin vorkommen. Ich, jedenfalls habe ich noch nicht gesehen. Ach, der da. Ach so, das zweite Ding muss ich auch noch setzen. Portal. Ja, wieso sage ich eigentlich über Portal zu denen? Das sind Turrets. So, den schlagen wir nochmal hier rüber. Den dann nehmen wir mit rüber. So, jetzt gehen wir auch noch ein paar Turrets grillen. Ah, wäre ja schön, wenn ich mal treffen würde. Stirb! So. Das ging ja noch. Ich hab Geburtstag, juhu! So, mal gucken, ein, zwei Kammern dürfen wir noch schaffen, dann mache ich mal wieder einen Schnitt. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Die kommen also auch recht simpel, ich weiß, wie es funktioniert. Das erste Mal, wie ich da irgendwo habe ich auch so einen Fehler gemacht. Das Video findet auch, glaube ich, auch sogar auf meinem Channel, wo ich ein bisschen gefailt habe. Aber wie gesagt, so... Wer ist es eigentlich nicht? Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Hm. So, bin ich mal gespannt. Was könnte wohl unsere Überraschung sein? So wie ich GLaDOS kenne, wahrscheinlich Nervengift. Die Überraschung. Oh. Hey, das ist aber gut für einen Schnitt. Schauen wir uns mal die Überraschung an. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Wer hätte das gedacht? Überraschung. Und Freddy. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Wer weiß. Na egal, jetzt habt ihr unsere Überraschung gesehen, also sehen wir uns dann zur nächsten Folge. Tschüss.